Das bin ich, Julian. Für 7 Tage bin ich bei der Bundeswehr. Grundausbildung. Das ist die Feldjacke, ist das, ne? Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Wer jetzt zum Bund geht, der muss nicht, der macht das freiwillig. Wer sind die, die Deutschland dienen? Und wie fühlt sich das an? Warum tut man sich das an? Angebrüllt werden, kommandiert werden, vielleicht sogar sein Leben riskieren. Und davon handelt dieser Film. Augen alle, aus! Zumeldung an den Zuführer, auf ihn, rechts! Herr Aufwehrruf, wir haben nicht mehr zum Schicke gefunden. Nachlassen zu! Ich hab denn nichts mehr. Ruhe. Mein erster Tag. Frühsport. Morgens um 6. Oh, in die Liegestütze fallen. Los runter. Eins. Mit dem Bund hatte ich noch nie was zu tun. Ich war Zivi. Ich hab nichts gegen die Bundeswehr an sich. Ich hatte nur keinen Bock auf Rumballern und auf Saufabende in irgendeiner Kaserne in Hintertupfingen. So habe ich es mir zumindest damals vorgestellt. Postbewegung! Los, auf geht's! Und wer jetzt mal dran? Deutschland zu dienen ist erstmal ziemlich anstrengend. 15 Kilo Marschgepäck. Drill. Tempo! Und auf geht's! Los, auf schnell! Landei mit der Rotte! Verlass an! Um mich herum nur Jungs um die 25. Die meisten aus den neuen Bundesländern. Bundeswehrtage sind lange Tage. 12 Stunden dienen, völlig normal. Alleine ist man hier eigentlich nie. Beim Bund gibt man als erstes seine Privatsphäre ab und seinen Vornamen. Für die nächsten 7 Tage bin ich nicht mehr Julian, sondern Amerschi. Deswegen putze ich auch nicht mit Lukas, sondern mit Kamerad Feger. Hast du das erwartet, dass das so zackig ist? Das waren ja ungefähr 3 Kilometer. Und es war ja wirklich anstrengend mit dem Gewehr und so weiter. Alles dran. Und, naja, dann die Kaserne gesehen und das Gefühl war einfach geil. Da hat man sich nochmal aufgepustet und hat dann nochmal die letzten 200 Meter durchgezogen. Das war echt schon ein Glücksgefühl, so ein Erfolgserlebnis. Ich fand das auch recht krass. 3 Kilometer klingt ja gar nicht viel, aber nee, das war dann doch viel. Mit dem Rucksack und so. Vor allem ziehen die Beine und deine Füße sind warm grün. Aber irgendwie auf Waffen und durch den Schlammraum und so, da hat man schon ein bisschen Bock drauf. Ja, das ist auch kein Problem. Das ist klar. Gehört dazu. Oder ist es gerade cool? Na, ich find's ganz geil, ja. Ein bisschen wilde Sau. Am Ende des ersten Tages liegt für mich das Abenteuer noch ziemlich fern. Rottenmeister und Vormigen ins Gebäude einrücken. Marsch. Warte, geht. Beim Bund geht man nicht einfach zum Frühstück. Man rückt rottenweise und von vorne beginnend in das Kantinengebäude ein. Durch. Herr Oberfeldwebel. Na, Sie nicht. Herr Oberfeldwebel, ich melde 4. Zug durch. Genau, richtig. So, Finger schön an der Hüfte ran. Was ist mit Ihren Hosengummis nicht? Nee, nicht so. Schön hier so an der Seite. Was ist mit den Hosengummis nicht richtig? Haben Sie überhaupt Rille oder? Mir fehlt eins. Ich glaube, Ihnen fehlt eins. Haben Sie jetzt vom Block bis zur Küche verloren, oder wie? Ja,
habe ich heute Morgen schon nicht gefunden. Aha. Warum melden Sie es nicht vorher schon, bevor wir losgegangen sind? Mach ich beim nächsten Mal. Gut, ab. Auch beim Frühstück gibt's Regeln. Wie überall hier. Im Gebäude Mütze ab. Draußen Mütze auf. Oberster Knopf auf. Hände niemals in den Taschen. Die Welt außerhalb der Kaserne ist chaotisch. Hier gibt's Ordnung. Ja, mit dem Knie. Was? Ja, mit dem Knie. Kieferdrip. Ich durfte gar nichts von beiden machen. Ja. Wie langweilig das ist. Aber bei den Knien. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Nee, ja, das ist nicht so eine Sprüche reisen. Klar, ist doch die geilste. Nach 10 Minuten ist Schluss. Schieß! Rechts! Und! Unten! Marsch! Links! 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Ich finde das so krass, Anna. Ich habe heute Morgen irgendwie in 10 Minuten mal eben schnell frühstücken. Dann habe ich einen halben Kaffee getrunken, wenn überhaupt. Habe jetzt schon wieder Hunger. Und Kaffee gibt es ja auch erstmal nicht, ne? Deswegen ist es ratsam, immer dir was mitzunehmen jetzt zum Einpacken. Da liegt da immer so Papier, so Krepppapier rum. Machst du hier 1-2 Stunden fertig, packst du in. Und dann isst du in Ruhe, was du noch schaffst. Aber die meisten nehmen sich ja immer gar nichts mit, ne? Die meisten nehmen, also ich nehme mal hier so was mit. Am liebsten esse ich das hier immer. Ist klein, handlich. Morgen weiß ich Bescheid. Ne, dann nimmst du einfach so ein paar Käse mit. Der Harzer haben sie auch. Dann kannst du mal nebenbei naschen. Und man kann immer so lange essen, bis? Ja, bis der Zugführer oder der Gruppenführer fertig ist. Wenn er aufsteht, müssen wir mit auch hochstehen. Wenn nicht, ist es unhöflich. Und dann lassen wir auch alle stehen und liegen, ne? Angegessene Brote. Genau. Nehmen wir den mit und dann. Und da wird unterwegs wird nichts gegessen, nichts getrunken. Und jetzt. Und jetzt stehen wir gespannt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Hinlegen mit dem G36. Sprung auf, Marsch, Marsch! Hallo! So, Amerschi auf meine Höhe. So, kommen wir jetzt zur tiefen Bewegungsart, das Kriechen. Bis auf meine Höhe vorkriechen, Ausführung. Hier müssen wir hin, Gala, hier hin. Kommen wir zum Gleiten. Ja, das ist die tiefste Gangart. Das ist Gleiten. Bis auf meine Höhe vorgleiten. Runter mit dem Arsch, Gala. Arsch runter, Merci. Den Arsch runter, Dolle. Hier, ganz Wind. Sind Sie auch verwirrt? Nee, Sie sind von hier drüben, sind Sie auf einmal da drüben in der Gruppe mit drin? Haben Sie da irgendwie eine Anziehung hin? Nee, aber sonst halt auch wieder Energie. Nein, wir laufen einfach gerade. Wer ist da? Dolle, los, Jägerroll nach rechts, weg. Ganz Wind hinterher. Sprung auf, was Spaß! Eigentlich lernen wir hier im Kugelhagel übers Feld bewegen. Die Stimmung ist aber wie auf einem Schulausflug, nur eben mit Waffen. Schweißt uns zusammen. Sind dir schon ein paar Jungs hier ans Herz gewachsen? Irgendwie mag ich sie alle. Sind alle ganz korrekte Menschen. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich habe hier das Gefühl, hier bist du mit deinen Kameraden viel offener. Das habe ich schon festgestellt nach 3 Wochen. Selbst hier mein einer Stubenkamerad, hier, der sitzt aber jetzt gerade nicht da. Aber der hat mir auch schon mit mir darüber diskutiert, wegen seiner jetzigen Flamme und hat von mir ein paar Tipps hier gefragt, was ich da machen würde. So was halt zum Beispiel. Das hätte man nie mit einem fremden Menschen vorher machen können. Weißt du, so eine Bindung hat man eigentlich schon mittlerweile aufgebaut zueinander. Dass man sich gegenseitig auch vertraut. Und wenn einer auch zum Beispiel was vergessen hatte, seinen Rucksack einzupacken oder so, oder irgendwie seinen Kragen nicht richtig gemacht hat, dann hilft der andere dem und sagt hier, aber den Kragen ordentlich. Sonst gibt's einen Rüffel. Ne? Genau, sonst gibt's einen Rüffel. Mein dritter Tag. Morgen, aufstehen! Ja, hoch.
Was ist das genau, Kameradschaft? Was gibt sie einem? Wie entsteht sie? Vielleicht reicht es schon, dass man sich gemeinsam ein Zimmer teilt und durch den Schlamm robbt. Kameraden sind keine Freunde. Freunde sucht man sich selbst. Kameraden bekommt man. Du kanntest ja bislang noch niemanden, ne? Vor 3 Wochen kanntest du keinen anderen von den anderen Kameraden. Nee, überhaupt nicht. Und jetzt so, wie ist die Stimmung da? Was passiert da? Zwischen den Kameraden, das ist so, man hat direkt so eine Verbundenheit. Ich denke mal, dass das dadurch kommt, dass man einfach gleich ist. Es wird nicht geguckt, was hat der an, was hat der für Schuhe oder der für eine Jacke oder der für eine Frisur, weil hier hat jeder kurze Haare und jeder trägt eine Uniform und Stiefel. Kameradschaft macht gleich, bietet Schutz und Geborgenheit. Das ist das Versprechen. Ihren Stiefelputz richten Sie jetzt. Ja? Sie haben einen Zeitansatz 10 Minuten, um Ihren Stiefelputz zu richten. Mhm. Und Koppeltragesystem und Rucksack, so wie Sie es haben, sich am Körper zu haben und dann oben anzutreten. Gut. Stiefelputz richten. Amerschi dies, Amerschi das. Das ist also Befehl. Gehorsam, Unterordnung. Ja? Du musst nochmal machen. Nervt. Aber macht das Leben auch einfacher. Man weiß immer, was zu tun ist. Als Soldat weiß man immer, was richtig und was falsch ist. Anders als in der Welt da draußen. Wer noch nicht gemacht hat, aufmunitionieren. Rein. Waffen klar zum Gefecht. Spannhebel erfassen. Nach hinten führen, nach vorne schnellen lassen. Ein Gewehr ist mir völlig fremd. Soll sich ändern. Ja, nach hinten führen und nach vorne schnell lassen. Genau. Lernziel heute, die Waffe auch unter Stress zusammenbauen. Sehr schön. G36, zerlegt! Ja, 5, ne? Jawohl! Jawohl! 1, 2, 3, 4, 5! Zusammensetzen! Beim Bund werden aus Jungs Männer gemacht. Auch das ist ein Versprechen. G36 zusammengesetzt! 1, 2, 3, 4, 5! Du willst ins Ausland? Was versprichst du dir davon? Oder was glaubst du, wie wird das so sein? Ist das das Abenteuer, was einen dahin zieht? Oder? Abenteuer. Ja, das Abenteuer wird nicht gerne gehört. Also ich denke, das ist. Nee, aber wenn man ehrlich ist, so, dann ist es quasi. Es ist natürlich spannend und aufregend und was ganz Neues. Und ich denke aber, in erster Linie wäre das für mich eine richtig gute Chance, Erfahrung zu sammeln und selbst daran auch zu wachsen. Und halt den Charakter zu bilden. Los, Bewegung! Das ist der Schießsimulator. Waffe klar zum Gefecht zu drücken. Waffe Thailand, danach Waffe klar zu drücken. Wir können schießen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber fühlt sich gut an. Wo der letzte, ne? Ja. Einer noch. Gut. Von links nach rechts, hin und her. Ach, Herr Schi. Leichte Verkantung nach links. Ja? Hier zu erkennen. Ist aber alles noch im Rahmen. Ist noch in Ordnung. Gut. Abzugsverhalten. Den ersten sauber den Druckpunkt besucht. Dann den Finger aber schlitten lassen. Nicht nachgehalten. 7 cm Streuung.
Ja? Bestanden, sehr gut. Super. Ja. Krass, wie schnell man vergisst, wofür die Dinger eigentlich da sind. Zum Töten. Wir putzen hier gerade eine Waffe, so, weißt du, so als wäre es nichts. Aber die ist ja dafür da, eigentlich, dass du, wenn der Befehl kommt, jemanden abmordest. Deswegen würde ich diesen, für mich, haben wir dieser Job nicht in Frage, weil diese Möglichkeit, die es ja da gibt, mit der Schuld, möchte ich nicht leben. Nee, könnte ich auch nicht. Sagen wir, wenn ich jetzt einen umbringen würde, dann könnte ich nicht leben. Ich bin nur zur Bundeswehr gegangen, um halt meinen Beruf weiterzuleben als Koch. Deswegen bin ich hergegangen. Also so mit Waffen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Habe ich auch von vornherein gesagt. Dass ich nur eigentlich als Koch dahin gehen will. Und wenn ich in den Ausland gehen will, würde ich auch nur als Koch nicht gehen. Sonst gar nicht, habe ich gesagt. Ich habe Koch gelernt in Stralsund. Ja, und danach habe ich gesagt, geh zur Bundeswehr und habe sich wieder Arbeit erstmal 4 Jahre. Vielleicht verlängere ich sogar noch, wenn alles klappt. Weil anderes will ich auch nicht. Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit als Koch saisonbedingt zu arbeiten. Ja, und jetzt habe ich 4 Jahre sichere Arbeit. Und deswegen, also jetzt über die Bundeswehr, ich sag mal, jetzt durchbeißen die 3 Monate. Nur einfach durchbeißen. Dann hat man auch ein ruhiges Leben als Koch. Wer sich für 4 Jahre verpflichtet, bekommt in der Grundausbildung 1.100 Euro netto pro Monat. Ich habe immer gedacht, wer sich für die Bundeswehr entscheidet, der macht das aus tiefer Überzeugung. Aber spielt das hier überhaupt eine Rolle? Am 4. Tag lernen wir, wie man sich richtig tarnt. Alles hier soll auf den Ernstfall vorbereiten. Den Krieg. Komischerweise kam mir Krieg noch nie so weit weg vor wie hier in Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Finger nehmen, oben anfangen und einfach schräg runter. Ja? Wittmann zu mir, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Gut getan. Ja, völlig unzweckmäßig, dass wenn sie sich hier vorne reinlegen, ja, und da guckt da so ein Biberkopf drauf oder so ein Büffelkopf. Ja, weil so kann man es ja schon fast beschreiben. Hier vorne den Schnabel. Hier haben wir 2 Ohren. Ne? Also von daher total unzweckmäßig. Viel zu viel, ja. Ja, weil ich habe mich so richtig so reingefasst, ich wollte immer mehr machen, weißt du. Und das kam nachher bei raus. Aber naja, wie sagt der Oberfeldwebel Pach, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Bei manchen so, habe ich auch den Eindruck, denen ist gar nicht so richtig klar, dass man das ja irgendwann auch mal anwenden muss. So, ne? Das ist ja, also es geht ja eigentlich nicht darum, dass man hier bei gutem Wetter ein bisschen durch den Wald schlendert, sondern wenn es hart auf hart kommt, so, dann musst du das Ding auch abdrücken. Und du musst dann halt damit leben, ne? Weil du hast ja abgedrückt. Naja, so richtig mit dem Thema habe ich mich ja nicht befasst und irgendwie Gedanken gemacht. Aber sag mal so, wenn es soweit sein sollte, werden auch entsprechend ausgebildet, weißt du, ich meine? Also werden bestimmt schon achten, ob man von psychisch stark ist, das zu machen oder dies zu machen. Also ich habe mich darüber noch gar keine Gedanken mehr. Überrascht mich schon. Genau die Situation zu verdrängen, für die man hier ausgebildet wird. Damals wäre jetzt hier nicht angenommen worden, ich hätte diesen Einstellungstest hier nicht absolviert und bestanden. Wüsste ich nicht, was ich jetzt machen würde. Aber dass du hier im Ernstfall auch jemanden töten musst, irgendwann mal, möglicherweise? Naja, ich hoffe mal nicht, dass das unbedingt kommt oder passieren muss. Aber kann passieren. Ja, ob es passieren kann, ja, natürlich, klar. Geht ja irgendwo mit zu dann auch. Mhm. Oder dass man selber ums Leben kommt für den Job. Ja, na klar, dafür ist man ja eben Soldaten. Aber man hofft natürlich nicht, dass man irgendwie eine
stirbt oder irgendwelche anderen Teile am Körper verliert. Das hofft man natürlich irgendwo nicht. Ne? Wie groß muss die Angst vor Hartz IV sein, dass man einen Beruf annimmt, der einen das Leben kosten kann? Wer sich als Soldat auf Zeit verpflichtet, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Krisengebiet. Wir mussten ja vorhin alle krabbeln, ne? Ja. Wir nicht. So, ne? Ja. Ja, wie auch immer. Und dann vor dem Pommi sah ich schon, wie so ein dicker, schöner Hundehaufen war. Also frisch, hat nicht mehr Dampf, deswegen auch. Ja, jedenfalls, ein BOV-Stand, bin 1 Meter rechts gegangen, da haben wir hingelegt. Da hab ich Staffeloffizier, ne, so und so. Da haben wir eine Quatsch und meint so, was soll das jetzt hier? Ich so, Scheiße, da kann ich doch nicht durchkrabbeln. Hat er gesagt? Ja. Beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal muss ich da durch. Augen zu und durch. Weil beim Gefecht kann so die einfach so rumstehen. Sag gar nicht Scheiße. Ja. Augen zu und durch. Auch bei Lagerkoller? Wie ist das eigentlich jetzt, wenn man die ganze Zeit hier unter den Kameraden ist, die man ja noch nicht so lange kennt und eigentlich von seinen Freunden und Family weit weg ist? Also ich hatte gestern wirklich ganz schlechte Laune. Es war schon wirklich bitter. Wenn man nicht bei der Familie ist oder bei seinen Freunden und das macht dann auch keinen Spaß, dann denkt man sich, ich will nur noch nach Hause. Und dann ist aber wieder im Hinterkopf noch, ja, du musst jetzt hier bleiben. Das ist das, was du dir immer gewünscht hast und was du wolltest, da hast du dich für entschieden und deswegen machst du es jetzt auch. Manche sagen, ja, das ist wie ein Gefängnis hier, aber im Endeffekt hat sich ja jeder selber ausgesucht und da muss man halt mit leben in der Grundausbildung. Die Bundeswehr nimmt dir total viel. Eigentlich alles. Deine Zeit, deine Individualität, im schlimmsten Fall dein Leben. Sie verlangt von dir, dass du dich auf eine bestimmte Art bewegst, auf eine bestimmte Art sprichst und dich komplett unterordnest. Sie gibt aber auch total viel. Selbstbewusstsein, Stolz, eine Perspektive und das Gefühl, dazuzugehören. Innere Sicherheit. Sobald ein Ziel bekannt gegeben wurde, lassen wir das nicht mehr aus den Augen. Wir wissen, wo unsere Magazine sind, wir wissen, wo die Pistole ist und wir wissen, was wir zu tun haben. Nämlich bekämpfen. Und wenn es soweit ist, nachladen. Klar? Jawohl. Gut. Der Feind schießt. Bam, 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 bam. Rechts, links, neben, ich schlage die Kugel ein. Bam, 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 bam. Genau, richtig. Im Ziel bleiben mit den Augen. Im Ziel. Wir halten das Ziel immer in den Augen. Nicht auf die Waffe gucken. Im Ziel bleiben. Waffe hoch, Waffe hoch. Ein paar Schritte vorne schnell lassen. Genau, und weiter. Aufpassen. Den Daumen unten lassen. Ruhig. Gut. Luft holen. Luft holen. Übungsende, Holstern. Waren 4 Häuser. Willst du noch irgendwas? Kannst du mit mir teilen, wenn du willst. Außer du hast großen Hunger. Nee, komm, lass mal machen. Ich hab das schnell da reingestopft. Danke. Danke, Kamerad. Und wie war das jetzt? Schwer? Die Übung oder jetzt? Ach, heute war okay eigentlich, ne? Das Waffentraining an sich ist ein bisschen schwer. Das ist man ja nicht gewohnt, wenn man eben noch nie eine Waffe in der Hand hatte oder noch nie irgendwo geschossen hat, dann kennt man das eben nicht. Was hast du denn vorher gemacht eigentlich? Ich war Zeitungsbote und davor war ich noch Fleischerlehrling. Ich habe die Ausbildung auch abgeschlossen
Dann hatte ich aber keine Arbeit mehr. Ja, dann habe ich eben auch Zeitung ausgetragen erstmal. Dann bin ich nicht also arbeitslos rumhänge auch. Weil das ist nicht so mein Ding. Das ging eigentlich gut, aber das hat immer dann nicht gereicht, das Geld hinten und vorne. Musste ich immer sehen, wie ich damit zurechtkomme. Wie viel hast du denn verdient als Zeitungsbote? Oh. Also ohne Kommissionen und ohne Packen waren das so im Schnitt, müsste ich jetzt ein bisschen schätzen, also 500 Euro etwa, kam etwa raus. Ja, da habe ich ein Jahr kommissioniert und gepackt auch. 500 Euro pro Monat? Ja, da kommt ja noch, ich habe noch ein bisschen von Amt bekommen. Und wie bist du dann auf Bundeswehr gekommen? Man hat ein gutes Gehalt, ein sicheres, es ist ein sicherer Job. Und ja, man lernt einiges kennen und man kommt an seine Grenzen halt eben auch. Die Bundeswehr bietet sichere Jobs in unsicheren Zeiten. Aber Soldat ist mehr als ein Job. Man lebt in einem komplett eigenen System. Hier noch einer? Deine Kumpels haben bemerkt, dass du am Wochenende anders bist. Ein Tick. Ich spreche anders und bin viel ruhiger geworden. Vorher war ich auf jeden Fall viel aufgedrehter und viel rumgesponnen und immer mal ein bisschen Quatsch erzählt und so. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Die Zeit ist einfach zu knapp dafür. Daher ist kein Platz für so eine Spaßmacherei. Und man wird dann, ja, hier wird man halt erwachsen. Am siebten Tag sollen wir scharf schießen. Spannung steigt. Spannung steigt. Nervös? Nö. Ja. Bisschen, ne? Ja. Ich auch. Ich habe halt noch nie in meinem Leben geschossen. Also, ich auch. Du, Feger? Hm. Hast du mal geschossen? Ja. Aber nicht mit einem Sturmgewehr? Nee, mit einer Handfeuerwaffe. War ganz geil. Kann ja gar nicht so geil sein, wenn der Waffe klar zum Gefecht. Klar zum Gefecht. 1, 2, 3, 4. Ja, ein Ausreißer. Passiert, aber wahrscheinlich der erste. Die Teilübung bestanden, die erste nicht. Wer besonders gut geschossen hat, darf zur Belohnung nochmal schießen. Feuerstoß schießen. Ein ganzes Magazin leerballern. Sieben Tage war ich bei der Bundeswehr. Ich wollte wissen, was das für Menschen sind, die zum Bund gehen. Ich habe gute Jungs getroffen. Zeitungsboten, Köche, Arbeitslose. Darunter auch Jungs, die draußen keinen Platz für sich gefunden haben. Keinen Job. Jungs, die im Grunde nicht freiwillig hier sind. Nicht für Deutschland würden sie sterben, sondern für ein bisschen Sicherheit. Innere Sicherheit. Zu dienen ist erstmal ziemlich anstrengend. 15 Kilo Marschgepäck, Drill. Um mich herum nur Jungs um die 25.
Die meisten aus den neuen Bundesländern. Bundeswehrtage sind lange Tage. 12 Stunden dienen, völlig normal. Alleine ist man hier eigentlich nie. Beim Bund gibt man als erstes seine Privatsphäre ab und seinen Vornamen. Für die nächsten 7 Tage bin ich nicht mehr Julian, sondern Amerschi. Deswegen putze ich auch nicht mit Lukas, sondern mit Kamerad Feger. Hast du das erwartet, dass das so zackig ist? Das waren ja ungefähr 3 Kilometer. Und es war ja wirklich anstrengend mit dem Gewehr und so weiter. Das war dann, die Kaserne gesehen und das Gefühl war einfach geil. Da hat man sich nochmal aufgepustet und hat dann nochmal die letzten 200 Meter durchgezogen. Das war echt schon ein Glücksgefühl, so ein Erfolgserlebnis. Ich fand das auch recht krass. 3 Kilometer klingt ja gar nicht viel, aber das war dann doch viel. Mit dem Rucksack und so. Vor allem ziehen dir die Beine und deine Füße sind am Glühen. Aber irgendwie auf Waffen und durch den Schlammraum und so, da hat man schon ein bisschen Bock drauf. Ja, das ist auch kein Problem. Das ist klar. Gehört dazu. Oder ist es gerade cool? Na, ich find's ganz geil, ja. Ein bisschen wilde Sau. Am Ende des ersten Tages liegt für mich das Abenteuer noch ziemlich fern. Rottmeister und Vormigen ins Gebäude einrücken. Marsch. Rotte geht. Beim Bund geht man nicht einfach zum Frühstück. Man rückt rottenweise und von vorne beginnend in das Kantinengebäude ein. Durch. Das bin ich, Julian. Für 7 Tage bin ich bei der Bundeswehr. Grundausbildung. Das ist die Feldjacke, ist das, ne? Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Wer jetzt zum Bund geht, der muss nicht, der macht das freiwillig. Wer sind die, die Deutschland dienen? Und wie fühlt sich das an? Warum tut man sich das an? Angebrüllt werden, kommandiert werden, vielleicht sogar sein Leben riskieren. Und davon handelt dieser Film. Mein erster Tag. Frühsport. Morgens um 6. Mit dem Bund hatte ich noch nie was zu tun. Ich war Zivi. Ich habe nichts gegen die Bundeswehr an sich. Ich hatte nur keinen Bock auf Rumballern und auf Saufabende in irgendeiner Kaserne in Hintertupfingen. So habe ich es mir zumindest damals vorgestellt. Deutschland. Na, Sie nicht. Sie nicht. Herr Oberfeldwebel, ich melde 4. Zug durch. Genau, richtig. So, Finger schön an der Hüfte ran. Was ist mit Ihren Hosengummis nicht? Nee, nicht so. Schön hier so an der Seite. Was ist mit den Hosengummis nicht richtig? Haben Sie überhaupt drinne oder? Ich glaube, Ihnen fehlt eins. Ich glaube, Ihnen fehlt eins. Haben Sie jetzt vom Block bis zur Küche verloren oder wie? Den habe ich heute Morgen schon nicht gefunden.
Aha. Warum melden Sie es nicht vorher schon, bevor wir losgegangen sind? Mach ich beim nächsten Mal. Gut, ab. Auch beim Frühstück gibt's Regeln. Wie überall hier. Im Gebäude Mütze ab. Draußen Mütze auf. Oberster Knopf auf. Hände niemals in den Taschen. Die Welt außerhalb der Kaserne ist chaotisch. Hier gibt's Ordnung. Ja, mit dem Knie. Was? Ja, mit dem Knie. Knie. Ich durfte gar nichts von beiden machen. Ja. Wie langweilig das ist. Oder so, beide Knie. Ich meine, wenn es nicht geht, geht's nicht. Nee, ja, das ist nicht so eine Sprüchereise. Ja, klar. Die ist so die Geilste. Nach 10 Minuten ist Schluss. Schieß! Rechts! Und! Unten! Marsch! Links! 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Ich finde das so krass, Anna. Ich habe heute Morgen irgendwie in 10 Minuten mal eben schnell frühstücken. Dann habe ich einen halben Kaffee getrunken, wenn überhaupt. Habe jetzt schon wieder Hunger. Und Kaffee gibt es ja auch erstmal nicht, ne? Deswegen ist es ratsam, immer dir was mitzunehmen jetzt zum Einpacken. Da liegt da immer so Papier, so Krepppapier rum. Machst hier 1-2 Stunden fertig. Packst du hin. Und dann isst du in Ruhe, sobald du noch schaffst. Aber die meisten nehmen sich ja immer gar nichts mit, ne? Die meisten nehmen, also ich nehme mal hier so was mit. Am liebsten esse ich das hier immer. Ist klein, handlich. Morgen weiß ich Bescheid. Ne, dann nimmst du einfach so ein paar Käse mit. Der Harzer haben sie ja auch. Dann kannst du mal nebenbei naschen. Und man kann immer so lange essen, bis? Ja, bis der Zugführer oder der Gruppenführer fertig ist. Wenn er aufsteht, müssen wir mit auch hochstehen. Wenn nicht, ist es unhöflich. Und dann lassen wir auch alle stehen und liegen, ne? Angegessene Brote. Genau, genau. Nehmen wir den mit. Und dann. Und da wird, unterwegs wird nichts gegessen, nichts getrunken. Und jetzt. Und jetzt sind wir gespannt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Hinlegen mit dem G36. Sprung auf, Marsch, Marsch! Hallo! So, Amerschi, auf meine Höhe. So, kommen wir jetzt zur tiefen Bewegungsart, das Kriechen. Bis auf meine Höhe vorkriechen, Ausführung. Hier müssen wir hin, Gala, hier hin. Kommen wir zum Gleiten. Ja, das ist die tiefste Gangart. Das ist Gleiten. Bis auf meine Höhe vorgleiten. Runter mit dem Arsch, Gala. Arsch runter, Merci. Den Arsch runter, Dolle. Hier, ganz hin. Sind Sie auch verwirrt? Nee, Sie sind von hier drüben, sind Sie auf einmal da drüben in der Gruppe mit drin? Haben Sie da irgendwie eine Anziehung hin? Nein, wir laufen einfach gerade. Wer ist da? Dolle, los, Jägerroll nach rechts, weg. Ganz Wind hinterher. Sprung auf, was Marsch! Eigentlich lernen wir hier im Kugelhagel übers Feld bewegen. Die Stimmung ist aber wie auf einem Schulausflug, nur eben mit Waffen. Schweißt uns zusammen. Sind dir schon ein paar Jungs hier ans Herz gewachsen? Irgendwie mag ich sie alle. Sind alle ganz korrekte Menschen. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich habe hier das Gefühl, hier bist du mit deinen Kameraden viel offener. Das habe ich schon festgestellt nach 3 Wochen. Selbst hier mein einer Stubenkamerad. Hier, der sitzt aber jetzt gerade nicht da. Aber der hat mir auch schon mit mir darüber diskutiert, wegen seiner jetzigen Flamme und hat von mir ein paar Tipps hier gefragt, was ich da machen würde. So was halt zum Beispiel. Das hätte man nie mit einem fremden Menschen vorher machen können. Weißt du, so eine Bindung hat man eigentlich schon mittlerweile aufgebaut zueinander. Dass man sich gegenseitig auch vertraut. Und wenn einer auch zum Beispiel was vergessen hatte, seinen Rucksack einzupacken oder so, oder irgendwie seinen Kragen nicht richtig gemacht hat, dann hilft der andere dem und sagt hier, aber den Kragen ordentlich. Sonst gibt's einen Rüffel. Ne? Genau, sonst gibt's einen Rüffel. Mein 3. Tag. Morgen, aufstehen! Ja, hoch. Was ist das genau, Kameradschaft?
Was gibt sie einem? Wie entsteht sie? Vielleicht reicht es schon, dass man sich gemeinsam ein Zimmer teilt und durch den Schlamm robbt. Kameraden sind keine Freunde. Freunde sucht man sich selbst. Kameraden bekommt man. Du kanntest ja bislang noch niemanden, ne? Vor 3 Wochen kanntest du keinen anderen von den anderen Kameraden. Nee, überhaupt nicht. Und jetzt so, wie ist die Stimmung da? Was passiert da? Zwischen den Kameraden, das ist so, man hat direkt so eine Verbundenheit. Ich denke mal, dass das dadurch kommt, dass man einfach gleich ist. Es wird nicht geguckt, was hat der an, was hat der für Schuhe oder der für eine Jacke oder der für eine Frisur, weil hier hat jeder kurze Haare und jeder trägt eine Uniform und Stiefel. Kameradschaft macht gleich, bietet Schutz und Geborgenheit. Das ist das Versprechen. Ihren Stiefelputz richten Sie jetzt. Ja? Sie haben einen Zeitansatz 10 Minuten, um Ihren Stiefelputz zu richten. Mhm. Und Koppeltragesystem und Rucksack. So wie es ist, armmäßig am Körper zu haben und dann oben anzutreten. Gut. Stiefelputz richten. Amerschi dies, Amerschi das. Das ist also Befehl. Gehorsam, Unterordnung. Du musst nochmal machen. Nervt. Aber macht das Leben auch einfacher. Man weiß immer, was zu tun ist. Als Soldat weiß man immer, was richtig und was falsch ist. Anders als in der Welt da draußen. Wer noch nicht gemacht hat, aufmunitionieren. Rein. Waffen klar zum Gefecht. Spannhebel erfassen. Nach hinten führen, nach vorne schnellen lassen. Ein Gewehr ist mir völlig fremd. Soll sich ändern. Ja, nach hinten führen und nach vorne schneller. Genau. Lernziel heute, die Waffe auch unter Stress zusammenbauen.